Ja, der große Deal mit Reflex. Und damit erstmal herzlich willkommen zur Let's Play Live Show Folge 88 mittlerweile. Schön, dass ihr alle da seid zum großen Monopoly-Event heute hier auf meinem Channel in der Let's Play Live Show. Es ist 20 Uhr, Freitagabend, ihr habt richtig eingeschaltet. Und ihr seht, ich habe meine neue Couch. Ja, hier, ich habe gerade mal so eine Roomtour gemacht mit euch. Habt ihr gesehen? Ich habe auch einen Sessel, ja, eine Dreier, eine Zweier, wo ich jetzt gerade drauf sitze. Und ich habe ein bisschen weihnachtlich dekoriert, habt ihr natürlich auch gesehen. Ja, ich werde auch nicht mehr übersteuern. Ihr merkt, ich werde natürlich jetzt auch wieder von der Couch aus streamen. Und das wird auch demnächst dann wieder so werden, auch im nächsten Jahr. Das ist jetzt erstmal wieder der Anfang, weil die Let's Play Live Show geht wieder dahin, wo sie mal war. Die ist nämlich so ein bisschen, wie soll ich sagen, die ist einfach mal so ein bisschen abgeglitten von dem, was sie mal gewesen ist. Ja, Thema vorletzten, nicht letzten Stream, sondern vorletzten Stream. Ist sie nämlich an etwas, sagen wir mal, etwas vorbeigeglitten, was sie mal gewesen ist. Ja, und da möchte ich halt wieder hin. Und das alles aber auch erst nächstes Jahr. Und da sprechen wir auch in der Silvestergala, wenn ihr mit dabei seid, drüber. Also wie gesagt, Silvester natürlich einschalten, 20 Uhr. Und da reden wir dann drüber, was auch demnächst dann alles passiert im nächsten Jahr mit der Let's Play Live Show. So, ich begrüße natürlich alle, die da sind. Hallo Gerolix, hallo Reflex. Ja, hallo, alles klar. Hallo Underworld, hallo Lexchen. Und auch hallo Klankaspar und auch an die anderen, die alle da sind. Wir spielen heute Monopoly. Habt ihr das Spiel zu Hause rumliegen? Dann könnt ihr, wenn ihr Lust habt, mit mir heute zusammen spielen. Online, wenn ihr Bock habt. Weil ich bin da voll gallig drauf, mit euch zusammen zu spielen. In einer Party. Ja, ich habe eine Party eröffnet. Der liebe... da ist jemand in der Party. Ist die ganze Zeit am Husten. Der Razor from Germany, der ist da. Genau, ich werde mal eben die Party... auf kleinen Moment. Ich werde mal eben Party-Einstellungen. Just a moment. Ich bin sofort für euch wieder da. Ich muss mal eben... Wieso nicht zulassen? Wieso kann ich denn die Stimme nicht zulassen? Achso, das muss ich erst im Share... In den Share-Einstellungen muss ich das tätigen. Kleinen Moment. Just a moment. Ich habe es ganz vergessen einzustellen. Tut mir leid. Tut mir leid. Tut mir leid. Obwohl, Party übertragen? Ja. Ja, möchte ich. So, das müsste jetzt auch gehen. Also, müsstet den Razor von Germany jetzt auch hören, wenn er dann seine Aktivität in der Party auch geändert hat. Und, ja, dann werden wir zusammen spielen. Habt ihr das Spiel da, dann schreibt einfach mal in die Kommis oder schreibt einfach mal privat eine Nachricht. Dann seid gepriesen und spielt mit uns heute hier in der Let's Play Live Show Monopoly. Das berühmte Spiel um den großen Deal. So, könnt einfach mal auch mal schreiben, was ihr davon haltet. Hattest du Lara Croft? Das Neue hatten wir. Das Maximum. Ich muss mich erstmal daran gewöhnen, dass es wieder so weit weg ist, dieses mit dem Lesen jetzt. Geht ja auch Viererkorb. Achso, das Neue Lara. Ja, da ist nicht so mein Fall, bin ich ganz ehrlich. Dieses mit dieser Draufsicht, ne? Underworld, ja, das ist gar nicht meine Welt. Ja, kennt ihr Leute, wie gesagt, Monopoly, immer einladen. Und ich zeige euch mal ein bisschen was, bevor wir jetzt hier großartig loslegen. Ich habe eine blockierte Szene betreten, daher wird nur das Mikrofon übertragen. Im Übrigen war das der Ladebildschirm. Ja, also nicht wundern, dass ihr jetzt irgendwas nicht gesehen habt. Hab mir gestern Alien aus dem Store geholt. Wollte ich auch noch was zu sagen. Schön, dass du es ansprichst, Klankaspar. Alien Isolation muss ich im Stream leider nochmal spielen. Und zwar gibt es da einen gewissen Grund, denn es gibt zwei neue Schwierigkeitsgrade in Alien Isolation. Einmal den Novize, also den super leicht. Das Alien reagiert quasi auf fast gar nichts und lässt sich sehr leicht ablenken. Und den Hardcore-Modus. Man hat keine Karte, kein Motion Tracker und weniger Ressourcen und das Alien ist noch aggressiver. Und natürlich muss ich das spielen. Das bleibt mir nichts anderes übrig. Ja, was haben wir hier? Kommen wir wieder zurück zu Monopoly. Monopoly Plus ist quasi so dieses, ja, Monopoly-Spielen, entweder in dieser 3D-Optik, halt in diesem hübschen, wunderschönen, total übersichtlichen und unübersichtlichen Punkten, komme ich gleich zu. Klassisches Brett kann man auch spielen. Und, dann gibt es noch My Monopoly. My Monopoly ist quasi so, ein eigenes Spielbrett erstellen. Das heißt, man kann die Straßen komplett selbst benennen, man kann Bilder einfügen, das Spielbrett komplett so bearbeiten und alles richtig geil. Zum Beispiel könnte man für die Let's Play Live Show extra ein Let's Play Live Show Brett erstellen. Ja, wo die ganzen Namen auftauchen. Zum Beispiel die Underworld, der Underworld Boulevard oder der Klangkasper Bahnhof oder so. Ja, oder das Lexchen Elektrizitätswerk oder solche Klamotten. Mein Gott, schweres Wort. Sowas könnte man dann zum Beispiel machen.
Wir möchten natürlich erstmal ein normales Monopoly-Spiel spielen und natürlich einen Online-Modus. Also wie gesagt, habt ihr Monopoly zu Hause, wollt ihr zusammen spielen mit mir, einfach mal anschreiben. Ich schaue jetzt erstmal, was jetzt passiert. Oh, ich habe selbst noch gar nicht online probiert. Erstmal Prost zusammen. So, das ist für mich jetzt auch das erste Mal, dass ich dieses Menü sehe. Ich habe mich total vorbereitet, man merkt's. Schnelles Spiel, Spiel erstellen und benutzerdefinierte Spiele und Bestenliste ist eigentlich... Zauber habe ich auch. Ja, wenn du Lust hast und mit in der Party quatschen möchtest hier mit uns und mit mir und mit dem Razer, der gerade nichts sagt, weil ich ihn einfach überrede, glaube ich, kann das sein? Entschuldige, lass dich auch mal... Ich lass dich jetzt einfach mal... begrüße doch bitte mal die Leute. Ich liebe diesen Stadtteil. Ja, das wollen wir doch mal sehen. So. Schnelles Spiel ist eigentlich relativ klar. Da wird er wahrscheinlich automatisch sofort suchen, irgendwie ein schnelles Spiel erstellen und benutzerdefiniertes Spiel. Ich gehe mal auf Spiel erstellen. Store 34? Fragezeichen? Was? Store 34? Was? So, öffentlich. Spiele mit anderen Spielern auf der ganzen Welt oder privat? Spielen Sie nur mit Ihren Freunden? Ja. Was spielen wir denn? Legendäres Spielbrett oder spielen wir das Klassische? Ich glaube, für die Zuschauer... Bitte? Ja, wollte ich gerade sagen. Für die Zuschauer ist auf jeden Fall das Lebendige. Du bist ein relativ bisschen leise. Also, ich weiß nicht. So ein bisschen hingegen sonst immer, ja. Ja, klassisch ist halt relativ langweilig. Es ist halt das Klassische, was man kennt, was man auch auf dem Tisch liegen hat. Und das Legendäre ist halt für die Zuschauer besser, das stimmt schon. So, wir spielen natürlich auf den klassischen Regeln. Wir ändern da nichts Großartiges. So, klassische Regeln. Jetzt muss ich mal gucken, wie das funktioniert mit dem Einladen. Erstmal werde ich jetzt hier... Ach da, Spieler einladen, R1. So. Was passiert jetzt? Gar nichts. Ich muss erstmal wählen, okay. Oder? Ah. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich nicht sehen... Weil, jetzt kann ich mir auch nackig ausziehen und ihr seht mich nicht. So, dann werde ich mal eben den Razer einladen. So, da, Einladung senden. So, dann werde ich mal eben hier mein Wählen, mein Character. Ich liebe diesen Stadtteil. So, Prost zusammen, im Übrigen. Das kann gut sein. Das kann ich dir aber nicht sagen, das weiß ich nicht. Du kannst ja mal ein Spiel öffnen und mich mal einladen. Wenn das geht. Ja, ich möchte die Sitzung beenden. Weil es gibt nämlich einmal eine 15-Euro-Version, glaube ich, ist es, ne? 14,99. Da ist einmal dieses Standard-Monopoly. Und dann gibt's einmal diese Komplettedition von Monopoly Plus halt mit dieser My Monopoly Family Edition. Ja? Lass zocken nachher! Ja, ja, klar, sicher, klassisch. Nee, klassisch. Klassische Regel. was wollte ich sagen? Entschuldigung. So, Froschmalz. Lass zocken nachher. Was meinst du denn? Frpat? Wie spricht man denn aus? Frapat? FCH-Pat? Erstmal hallo und willkommen zur Let's Play Live Show Folge 88. Ja, klage mir gerne zocken. Du kannst doch gerne jetzt, wenn du möchtest, schick mir einfach eine Freundschaftsanladung, dann machen wir es eben auf die schnelle Ratzefatz. Wie schaut's aus bei dir, Razer? Ja, au, oh, die Einladung, jawohl. So, dann schauen wir mal. Weiter zum PlayStation Store? Wie bitte? Möchtest du die... Ja, ich möchte sie suchen. Im PlayStation Store. Mhm. Genau. Ja. Yeah. Aber warum? Ich hab's doch. Monopoly Plus? Hä? What? Okay, anscheinend... funktioniert das irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. I don't know. Machen wir das Ganze nochmal anders. Machen wir mal benutzerdefiniertes Spiel.
Gastgeber. Ah, okay. Achso, das sind schon, das sind schon Bretter, die gerade laufen wahrscheinlich, Spielbretter. Du kannst mal gerne auf benutzerdefiniertes Spiel gehen. Tust mir mal einen Gefallen, Razer. Im Online-Modus. Was du da stehen hast. Weil ich habe gerade den Duffy und den Orland 85. Okay, hast du andere Gastgeber. Ja, ich habe nämlich hier gerade andere. Ich habe den Duffy und den Orland. Kann dir keine Freundschaftsanfragen schicken. Ach so, ja, heißt du denn auch so in der bei PlayStation Fach oder FCH Pat? Also FCH-Pat, weil dann lade ich dich da mal eben ein. Das ist aber ein bisschen dämlich, Spiele stellen. Was ist denn, wenn ich öffentlich mache? Kann ich dich da einladen? Ich schau mal eben. Klassische Spielregeln? Ja, kann ich. Ja, nur halt abgespeckt, ne? Das wäre halt jetzt ein bisschen. So, ich lade dich nochmal ein im Öffentlichen. Vielleicht funktioniert das ja. Ich hoffe mal. Ansonsten wäre es natürlich echt dämlich, wenn man mit der abgespeckten Version nicht mit den Freunden zusammenspielen kann, die Vollversion haben. So. Okay, also funktioniert's nicht. Ja, gut, dann, es klappt ja super, das ist ja echt geil. Das funktioniert ja echt super. Wollte ich gerade sagen, das ist echt super Start für Monopoly. Ja, dann muss ich es euch leider, Grund des Namens, offline zeigen, weil es funktioniert ja anscheinend nicht. Denn, Mann, warum kaufst du dir auch die abgespeckte Version? Ich bereue es nicht, die Vollversion gekauft zu haben, bin ich ganz ehrlich. So, Prost zusammen. Jetzt muss ich einfach mal improvisieren. Ich werde einfach mal versuchen, jetzt hier so ein schnelles Spiel beizutreten. Vielleicht funktioniert das ja. Keine Spiele vorhanden, willst du eine eigene Spielsitzung kreieren? Es geht ja nicht. Okay, dann machen wir einfach einen lokalen Modus gegen den Computer. Ist ja. So, da kann man jetzt auswählen, lebendiges Spielbrett, meine Spielbretter, weitere Inhalte oder klassisches. Wir nehmen natürlich das Lebendige auf den klassischen Spielregeln. Ein Wireless-Controller für alle Spieler, das heißt also, ich könnte jetzt zum Beispiel hier mit sechs Mann sitzen und jeder könnte den einen Controller benutzen, das ist natürlich sehr geil. So, KI-Auswahl machen wir natürlich sehr leicht, weil die doch... So, den Leo, den Aurel, den David, den Kevina, Emilien. Und dann geht's jetzt los mit Monopoly. Tja, leider online. Vielleicht ist es noch nicht, ja, hundertprozentig am Funktionieren. Das muss aber bis Silvester muss es auf jeden Fall funktionieren. Weil ich möchte es gerne in der Silvestergala mit einigen von euch spielen. Ja, am Silvesterabend. So, dann fangt man zu würfeln. Yeah! Boah, ist das am Ruckeln. So, Anfang wird natürlich erstmal wieder gewählt, wer anfängt. Ja, ich habe gerade mal eine 5 gewürfelt. Wie geil. So. Na toll, eine 8. Damit bin ich schon mal nicht Erster. Lalalalala. Wir werden heute auch definitiv noch was anderes spielen, also nicht wundern. Ja, es ist auch was anderes noch geplant. Ich weiß noch nicht was. Vielleicht spielen wir ja sogar Alien auf Hardcore. Da bin ich echt gallig drauf. Vielleicht auch wieder eine Runde Outlast oder The Crew. Ja, mal schauen. Das, die Entscheidung überlasse ich euch ganz. Ja, natürlich. Der David würfelt erstmal eine 10. Ja, Gottes Namen müsst ihr dann leider jetzt erstmal ein bisschen zugucken. Aber ich hoffe, das ist auch interessant. Ich hoffe, dass ich euch da so ein bisschen das Ganze unterhaltsam biete. Oder eine gute Unterhaltung biete. So. Prost. Und ihr seht, ich sitze in kurzer Hose hier. Ja. Das hat zwei Gründe. Einen Grund, den da brauche ich jetzt nicht nennen. Der andere Grund ist einfach, es ist zu warm. So, jetzt ist hier eine Funktion mit der Kamera. Die habe ich noch nicht so ganz rausgefunden. Die können wir mal eben zusammen gemeinsam. Qual der Wahl. Ja, Alien Hardcore Flexi. Ja, also, das habe ich nämlich noch gar nicht. Bestenliste. Das Spiel nimmt Bilder auf. Wenn du gut spielst, macht das Spiel Bilder von deinen besten Momenten. Okay? Wirf dich in Pose. Wirf dich in Pose, um ein
gleich an was? Einen unvergleichlichen Augenblick festzuhalten, okay? In dem Spiel gibt es einige dieser Momente. Herrsche über deine Gegner und sammle sie alle. Am Ende des Spiels wird ein Verlauf aller Momente, sagenhafte Momente, angefertigt und alle aufgenommenen Bilder angezeigt. Das kann man machen. Ja, das kann man dann wahrscheinlich sich dann später angucken. Ich glaube, wir brauchen das aber jetzt. Ich glaube, jetzt hier nicht. Ich glaube, das ist lustig, wenn man das mit mehreren Mann an einer Konsole spielt und dann die Kamera aktiviert. Das kann lustig sein, wenn man den anderen so gerade mal so auf die Schulter so boxt. Du Assi. So. Machen wir mal Nein und dann schauen wir mal. Also es funktioniert auch. Das geht übrigens bei... Was für ein toller Tag für Monopoly. Ja. Zeit für den Handel und den Aufbau eines Imperiums. Jawohl. Das funktioniert übrigens auch bei SingStar, glaube ich. Da wird das auch so mit Bildern und Aufnahmen funktioniert das Ganze. Sie sind also mal so ein bisschen hier. Nein, ich habe auch. Ich habe alles, was ich brauche. Ich sitze so ein bisschen... So. So, der David hat mal eine 5 gewürfelt und landet direkt auf den Südbahnhof. Jetzt bin ich mal gespannt, was er macht. Er kauft den Bahnhof. So, das heißt für uns, es kostet uns immer wieder 25, ich nenne das Euro, also nicht wundern, dass da M steht, ich nenne das Euro. Ist ja wurscht, welche Währung wir das nennen. Das heißt, jedes Mal, wenn wir auf den Bahnhof da kommen bei ihm, beim David, kostet uns das 25 Euro. Dann schauen wir mal, das ist 4, müsste sie vor dem Bahnhof aufschlagen, der Aurel. Nicht gut, gar nicht gut. Du hast 200 Euro Schulden. Was ist das? Ist es die Bank gewesen? Sie sind dran. Also es ist gewöhnungsbedürftig, sich das anzugucken, weil es ist teilweise ja unübersichtlich, möchte ich nicht sagen, aber dieses mit den Würfeln ist ein bisschen dumm gelöst, finde ich persönlich. So. Aha, mal eben 50 Euro kassiert, natürlich. Auf ein Ereignisfeld. Ich bin auch noch letzter, fällt mir gerade auf, das gibt's doch gar nicht. Sogar die Computer haben besser gewürfelt wie ich. Nein, was wollte ich denn sagen? Das mit dem Würfeln ist ein bisschen dämlich gelöst, weil man würfelt quasi so ins Bild rein und würfelt quasi so seine eigenen Figuren und die ganzen Gegenstände an. Das kann manchmal frustrierend sein, wenn man zum Beispiel im Gefängnis sitzt. Das werdet ihr heute noch sehen, ja? Hallo, Polis Pagaro. Mein Gott, ich muss mal gucken, dass ich den Namen mal reinkriege. So, der Leo kauft erstmal das Elektrizitätswerk. Hallo RW2209 WE, einen wunderschönen guten Abend. Willkommen zur Let's Play Live Show Folge 88 mit Monopoly. Leider noch nicht online, es funktioniert leider nicht, deswegen muss ich jetzt hier den Singleplayer spielen. Gegen Computer. Aber das macht ja nichts. Dieses Grundstück steht zum Verkauf. So. Werden Sie zum Grundstücksbesitzer? Ja. Ja, kannst du machen. Klar, sicher. Los, würfeln Sie. Jo, mach's gut. Ciao, ciao. So, Prost zusammen. So, da bin ich ja mal gespannt, was für Tipps ihr mir auch gebt beim Monopoly. Weil das geht ja immer im späteren Verlauf. Jetzt ist es erstmal so die Anfangsphase. Jetzt geht's halt darum, erstmal so die...